So Freunde, ich werde euch heute mal vorstellen, was ich so als D-Bag dabei habe in den Rucksack. Und als erstes möchte ich nochmal vorstellen, die Idee vom DF mit dem Bauchgurt, Brustgurt, nicht Bauchgurt, den finde ich echt toll. Der hat mir sehr geholfen. Das ist echt super. Ja. Ich habe mir hier noch eine kleine Veränderung gebastelt. Ich habe hier zwei Löcher reingestanzt. Ich habe hier noch ein Stück Paracord befestigt, damit, wenn ich hier was transportieren will, habe hier diese Klemmösen oder wie sie die nennen, habe hier das Paracord etwas länger gelassen. Somit kann ich da gerne mal eine Jacke dazwischen hängen. Oder eben wie das Ding hier, den Selfie-Stick, um ihn nicht zu verlieren, einfach um ihn etwas zu sichern. So, den Rucksack habe ich euch ja schon vorgestellt und jetzt packen wir mal das Ganze aus und dann zeige ich euch, was ich da alles dabei habe. So, ich habe hier mal ein Plastik aufgelegt, das habe ich normal nicht dabei. Aber nur um die Dinge hier mal herauszulegen, wie gesagt, hier draußen habe ich einen Selfie-Stick, der ist aber nicht immer dabei, kommt darauf an, heute habe ich ihn mit auf meinen kleinen Touren, mein kleiner Oschi, auf der anderen Seite ein Messer. So, fangen wir vom Anfang mal an. Hier ist mal mein kleines Gorilla-Bett. Das habe ich meistens dabei. Da kommt auch die kleine Sony AZ1 drauf. Dann habe ich hier eine Sima-Pouch von Tasmanian Tiger. Hier sind meine Essutensilien und alles mögliche drinnen. Löffel, Käfchen. Hier noch ein kleiner Nagelzwicker, falls es mal heiß hergeht, ein kleiner Letterman in der Art, ja, diverses Kleinzeug, was man so braucht. Dann habe ich hier noch meinen Poncho von MFH, ist nicht die Welt, aber als Tab immer super zu nutzen. Hier mein Kochset, das kennt ihr schon aus dem Video. Dann je nachdem, nach Wetterlage, entweder nur eine halber Liter oder eine Liter Nalgene oder sonst irgendwas. Dann ist noch der Elefantenhaut dabei und eine Sitzauflage. Und des Weiteren gibt es noch ein Erste-Hilfe-Set, meine Handschuhe. Hier haben wir Schnüre drin verpackt. Hier habe ich meine Stirnlampe. Hier sind meine Akkus wasserdicht verpackt für beide Kameras. Hier habe ich noch ein paar Heringe, die immer dabei sind. Und vorne gibt es noch Streichhölzer Wasser verpackt. Eine Rettungsdecke. Taschentücher, die kann man immer brauchen, etwas Müllsäcke und dann einen kleinen Erste-Hilfe-Ratgeber, sein Infoflick vom Busch Sunny, was zu tun ist, wenn was passiert. Ja Freunde, so viel zu meinem D-Bag, was ich eigentlich meistens dabei habe. Wie gesagt, das ist das D-Bag, wenn ich hier auf meinem Hausberg unterwegs bin, sollte ich weiter weg gehen, dann schaut natürlich die Ausrüstung anderes aus. Okay, danke fürs Zuschauen. Ciao, Freunde.